Moin, willkommen zu einem neuen Wild Rift Video. Heute habe ich wieder eine Analyse für euch, die euch in den 10 Minuten, die dieses Video geht, enorm viel Wissen bietet und euch extrem viel besser machen wird. Und zwar geht es heute um die Baron Lane. Ich selbst habe schon in League of Legends tausende Spiele auf der Baron Lane gemacht. Es war damals meine Main-Position. Deswegen kenne ich ja viele Tricks, die ich so im Stream noch nicht angewendet habe oder auch in anderen Videos, weil ich sie da eben nicht so oft zocke, sondern ja eigentlich Jungle-Main bin. Trotzdem denke ich, dass dieses Video für euch super, super viel Wissen haben wird, was ihr vielleicht noch gar nicht so gehört habt. Deswegen empfehle ich euch, das Video auf jeden Fall zu Ende zu schauen. Es wird euch gefallen, um mal in die Kommentare zu schreiben, ob das Ganze lehrreich war und ob ihr da die eine oder andere Sache mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei natürlich ganz viel Spaß. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich heute Abend gegen 22 Uhr auch wieder im Stream dabei sein. Da sind wir nämlich heute endlich Diamant 1 gekommen. Jetzt geht's auf die Road to Master. Jetzt wird es richtig interessant, Freunde. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der heute Abend einschaltet. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. In diesem Gameplay werdet ihr ganz, ganz viele Aspekte kurz erläutert sehen, die für die Baron Lane eine Rolle spielen. Ihr könnt gerne mal am Ende dieses Videos in die Kommentare schreiben, welches Thema euch am meisten interessiert. Ich kann in diesem Video nicht alles ganz deep anreißen, aber ihr bekommt auf jeden Fall ein deutlich besseres Verständnis, als ihr es wahrscheinlich jetzt haben werdet, über die Baron Lane. Baron Lane, eine absolut geile Position, und in der Baron Lane kommt es am Anfang vor allen Dingen auf die Trades an. Traden bedeutet, du tauschst Auto-Attacks oder auch Fähigkeiten mit dem gegnerischen Champion aus. Trades sind also Sachen, die, oder Kämpfe, die keine All-Ins sind. Das heißt, du tradest mal hier eine Auto-Attack, du tradest mal hier. Das zum Beispiel war gerade ein Trade, ja. Wir gehen rein, Level 1, wir traden, also wir Auto-Attacken uns gegenseitig, wir werfen unsere Fähigkeiten aufeinander und so weiter, sterben dabei aber nicht, sondern sind beide nur ein bisschen angeknackst. Das ist der Punkt beim Traden, Freunde. Traden bedeutet eben, ihr müsst auf jeden Fall wissen, wie viel Potenzial hat euer Champion ab welchem Level. Das Ganze gilt besonders von den Stufen 1 bis 5, weil ihr seid hier oben eben auf einer Duo-Lane unterwegs. Das heißt also auf einer 1 gegen 1 Lane. Das bedeutet, ihr müsst sehr, sehr doll das Potenzial eures Champions kennen, weil ihr meistens halt auch nicht unbedingt die Menge an Ganks bekommt, die zum Beispiel eine Mid-Lane oder eine Baron-Lane bekommt. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig zu wissen, okay, kann ich jetzt zum Beispiel einen positiven Trade rausholen? Und das ist auch so das Entscheidende, was eben das 1 gegen 1 betrifft. Und natürlich kommt dazu auch die Tatsache, dass ihr eben den gegnerischen Champion kennen müsst. Ich muss sagen, ich habe mich hier jetzt in der nächsten Szene zum Beispiel sehr, sehr doll verschätzt. Dachte eigentlich, ich konnte sie fighten, weil ich denke, dass meine zweite Fähigkeit sehr, sehr stark ist, Freunde. Also die dritte Fähigkeit, die ich jetzt als zweites geskillt habe. Aber ihr könnt sehen, dass die Camille das gleich sehr, sehr gut machen wird, Freunde. Hier kann man sehen, geht sehr, sehr gut auf uns drauf. Wir müssen jetzt rausflashen. Warum flashen wir raus? Ganz einfach. Wir haben am Anfang des Spiels natürlich auf den Summoner-Spell, also auf die Beschwörerfähigkeit geachtet. Da hatte der Gegner Ignite dabei. Das heißt, wir wären gestorben, wenn wir jetzt noch einen Hit oder zwei Hits gefressen hätten und dann praktisch das Ignite noch auf uns gehabt hätten. Dann wären wir wahrscheinlich gestorben, und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Auf gar keinen Fall stirbst du in dieser Lane solo. Ganz, ganz wichtig. Stirb nicht solo und erst recht nicht vor Level 5. Warum? Ganz einfache Nummer. Das Game snowballt komplett in die Richtung des Gegners. Du willst es, der größte Fehler, den du machen kannst auf der Lane, ist einfach zu sterben. Lass dich outzone von den Minions, krieg XP denied, krieg Gold denied, es ist völlig egal, geh back. Hauptsache, du stirbst nicht. Ganz, ganz wichtige Grundregel auf der Lane, weil Wild Rift ist ein sehr, sehr snowball-lastiges Game. Wichtiger noch als zum Beispiel auf der Botlane oder so, meiner Meinung nach wirklich hier, stirb nicht weg, weil die Lane wird komplett in die Richtung des Gegners snowballen. Jetzt sind wir hier auch schon, Freunde, wir haben jetzt einen kleinen Minion-Vorteil. Jetzt sind wir Level 3, Camille Level 2 hat aber hier ein lowes Minion und wird, oder zwei low Minions, die sie töten kann, wird es auch gleich machen. Und jetzt sind wir Level 3, jetzt denke ich aber, dass wir sie eigentlich ganz gut traden können, Freunde. Jetzt seht ihr, wir gehen jetzt hier rein, ich kenne das Potenzial von Mundo, und ganz, ganz wichtig ist hier, wir drücken in der Sekunde, wo in meinem Kopf vorgeht, okay, Camille wird diesen Trade eingehen und es wird ein All-In werden, drücken wir Ignite. Warum ist es so wichtig, dass wir Ignite zuerst drücken? Ganz einfach. Wenn du die Mastery dabei hast, dass du einen gewissen Prozentsatz deines Lebens wiederbekommst, sobald du einen Champion tötest, dann lohnt es sich extrem doll, den gegnerischen Champion zuerst zu töten, und deswegen spielst du zuerst das Ignite. Es ist völlig klar, dass Camille auch gleich igniten wird, aber wenn du den Kill machst und dann praktisch diese Mastery bekommst, dann könnte es sein, dass du deswegen, weil du eben den Kill durch Ignite zuerst gemacht hast, weil du Ignite zuerst aktiviert hast, auch das gegnerische Ignite überlebst wegen der Mastery. Ihr werdet es gleich sehen. Wir traden sie jetzt hier weg, Freunde. Ich sehe, ich habe das Potenzial. Ich weiß genau, ich kann sie falten. Jetzt sehen wir es eben. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es kurz gesehen? Ihr habt gesehen, wie wir dieses minimale Leben wiederbekommen haben. Und das war hier eben ganz, ganz doll key, Freunde. Ja, hier killen wir sie. Jetzt kriegen wir dieses minimale an Leben. Und das könnte ihr uns tatsächlich den Hintern gerettet haben. Es war nicht ganz so knapp. Vielleicht hätten wir auch so mit 2-3 HP überlebt. Aber das war schon mal wichtig. Und jetzt eine weitere ganz, 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 ganz wichtige Nummer. Hier kommt ein Punkt, der bereits entscheidend ist. Das, was wir gerade gemacht haben, kommt so ziemlich in 9 von 10 Games vor. Ja, ein Solo-Kill, wie gesagt, darf eigentlich nicht passieren, kommt aber vor. Jetzt wird es entscheidend. Hört mir jetzt genau zu.
Jetzt passiert Folgendes. Wir machen den Kill. Wir wissen, okay, Jungler wird vermutlich nicht around sein. Jungler könnte theoretisch around sein, wird es aber vermutlich nicht sein. Wir gehen jetzt back. Warum gehen wir jetzt back? Wir gehen nicht back, weil wir so low sind und weil wir Angst vor dem Jungler haben. Wir gehen ausschließlich deswegen back, weil wir sehen, die Minion Wave pusht in uns rein. Und diese eine Sache wird uns das Spiel ganz, ganz doll in unsere Richtung tun. Warum? Ihr könnt sehen, ich gehe jetzt back. Was passiert also jetzt? Normalerweise hätte man jetzt denken können, diese zwei Minions und den können wir ja easy snacken. Aber das machen wir nicht. Warum? Ganz einfach. Die gegnerischen Minions sind im Vorteil. Die gegnerischen Minions sind 3, unser Minion ist 1. Wir werden jetzt, wenn wir die Lane komplett even lassen und die beiden Waves wieder von oben und von unten gleichmäßig kommen, einen Vorteil haben, weil die gegnerischen Minions in die Überzahl sind, unsere Minions dadurch schneller sterben und dadurch, dass die Camille zu dem Zeitpunkt nicht am Start ist, wird ihr sehr, sehr viel Gold delayed, weil die Minions sterben, die XP und das Gold gehen einfach weg. Die gehen einfach weg, das ist weg. Aber da der Gegner mehr Minions hat, kommen wir auf die Lane und haben nicht nur den Vorteil, dass wir einen Kill haben und mehr Gold, sondern auch, dass die Wave in uns reinpusht. Das heißt, auf dem Feld sind zu dem Zeitpunkt, wo Camille und ich auf die Lane betreten, mehr Minions für mich, also mehr potenzielles Gold und Erfahrung, die Camille gar nicht mehr aufholen kann, weil ihre Minions eben schon gestorben sind. Ich hoffe, das war verständlich, denn das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, um diese Lane zu verstehen und um zu verstehen, warum ich hier gerade weggegangen bin. Und ich bin mir sicher, wenn ihr diese Regel beachtet, ja, dann werdet ihr komplett Erfolg haben. Wir hätten natürlich, wenn das jetzt hier kein Kennen-Minion gewesen wäre, hätten wir uns auch dazu entscheiden können, durchzupushen, um eben der Camille auf diesen Wege die Minions zu denyen. Aber so war es die perfekte Entscheidung, hier backzugehen, weil ihr seht, gleich wird genau das passieren. Ich habe die ganze Zeit auch gleich ein Auge nochmal darauf. Ihr seht, die Minions canceln sich hier gegenseitig. Ich achte genau darauf, was jetzt passiert, weil ich genau weiß, dass es super gut für uns ist. Kaufen uns jetzt hier nebensächlich den Unterbau für Sonnenfeuerumhang, ganz, ganz geile Sache auf jeden Fall auch hier, aber jetzt seht ihr es schon, Freunde, ihr seht, die Minions sind jetzt hier tatsächlich, ja, sein Kennen-Minion ist weg, dieses Minion wird auch noch sterben, wir werden dieses Kennen-Minion, was besonders viel Gold und Erfahrung natürlich auch bringt, auf jeden Fall holen können und Camille eben nicht mehr, weil das Ding ist schon von ihren Minions gestorben, ja, also die Lane macht genau das, was ich prophezeit habe. Sie pusht komplett in unseren Favor. Und auch wenn es jetzt nur 1-2 Minions sind, ist es super gut wieder für uns. Warum? Weil Camille jetzt in der Situation ist, dass sie halt ordentlich kassiert hat. Wir haben mehr Gold, wir haben mehr Erfahrung. Und zusätzlich kann sie jetzt nicht mal unter ihrem Turm die Lane freezen. Das heißt, die Lane pusht in uns rein. Sie muss erneut overcommitten, um eben Farm Gold und XP zu bekommen. Und dadurch ist es auch, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie 7 Minions die Naht haben, super, super gut für uns, dass die Lane da gerade steht, wo sie eben steht. Jetzt muss Camille sich eigentlich dazu entscheiden, reinzupushen. Sie setzt sich damit auch dem gegnerischen Jungler aus, was auf jeden Fall auch relevant sein kann. Ja, wir tracken jetzt hier ein bisschen rein. Jetzt pusht sie eben die Lane, Freunde. Wir sehen, Lee Sin ist jetzt noch nicht around, aber sie muss eben jetzt wieder reinpushen. Wir kriegen die ganze Erfahrung, was halt super, super wichtig ist. Ping jetzt Gefahr, weil normalerweise könnte man jetzt meinen, Camille roamt. Aber wir können jetzt ganz chillig diese Minions abräumen und sind gleich schon Level 5, Freunde, hier das Kennen-Minion auch nochmal schön geholt, sind jetzt Level 5, wo die Camille einen riesigen Nachteil hat. Jetzt ist die Wave even, ja, jetzt können wir zum Beispiel starten, versuchen reinzupushen, um dann zu roamen, was auf jeden Fall ein Move wäre, oder wir lassen ihn ja erstmal so stehen, ich entscheide mich dazu, möglichst viel Erfahrung und Gold ihr noch wegzunehmen, dadurch, dass ich praktisch die Minions erstmal ihr Ding machen lasse und solange, wie ich halt keine Last jetzt machen muss, praktisch ihr dann das Ganze deny. Ihr seht es jetzt hier auch, das hat sehr, sehr gut auch wieder funktioniert, wir haben es geschafft hier, der Camille 1-2 Minions zu deny. Nein, und das sind halt wirklich die ausschlaggebenden Faktoren, die das Early Game entscheiden. Und wir spielen Mundo. Das Ganze ist natürlich mit anderen Champions nochmal 1000-mal krasser, weil du da eben dann nochmal doller snowboarden kannst. Und jetzt könnt ihr sehen, Camille, Freunde, ist hier mit Level 5, Level 4 gerade eben 5 geworden. Wir sind in einem riesigen Vorteil, können jetzt also ein bisschen auf sie einpushen, was auf jeden Fall sehr nice ist. Und jetzt entscheide ich mich dazu, okay, ich bleibe wieder stehen und jetzt pushe ich ein bisschen rein, genau, weil ich eben sehe, da könnte Potenzial sein zu ganken, beziehungsweise sie könnte jetzt back sein. Wir pushen rein, wir sehen, der Drake spawnt gleich, das heißt, wir werden jetzt versuchen auf jeden Fall als Baron Laner, weil wir halt im Vorteil sind, erstmal den zu pushen. Jetzt macht sie aber einen Fehler, Freunde. Jetzt macht sie einen Fehler und das ist das Krasse bei Mundo. Mundo meiner Meinung nach einer der most underrated Champs. Wir haben mehr Items als sie, wir haben mehr Erfahrung als sie. Wir haben Ignite ab, wir haben Ulti ab. Was machen wir also? Wir gehen in den Fight. Wir gucken einfach mal, was so geht. Ihr seht es jetzt hier, Camille wastet ihren Stun, wir ulten rein, jetzt könnt ihr sehen, zack, sie ultet uns. Wir gehen natürlich hier aus der Turmreichweite raus, ja, killen sie hier fast, Freunde, kriegen nicht ganz die
Skill, aber eben fast, können jetzt sehr, sehr gut am Turm arbeiten. Und jetzt sehen wir, Drake ist in 18 Sekunden ab. Das heißt, wir entscheiden uns dazu, uns jetzt hier backzuporten, um eben beim Dragon mitzuhelfen. Warum machen wir das? Ganz einfach. Der Drake ist ein Bonus für das ganze Team. Wir haben gesehen, Camille ist sogar einfach noch am Start gewesen, hat nicht backgeportet. Wir kaufen uns Sunfire und wir kaufen uns Boots. In 7 Sekunden spawnt der Drake. Und wir wissen, Camille ist noch oben. Sie wird niemals so schnell am Drake sein wie wir. Das heißt, diesen Dragon sollten wir in jedem Fall bekommen. Wir pingen dahin. Wir sehen jetzt auf der Botlane, geht eine fette Party ab. Der Deacon ist irgendwie da gestorben, keine Ahnung. Aber Ezreal macht die ganzen Kills. Das heißt, wir können jetzt direkt easy zum Drake gehen. Weil wir sehen, Wukong ist tot, die ganze Botlane ist tot. 3 sind tot, Camille ist oben, Ahri Mitte. Das heißt, wir opfern unsere Erfahrung auf der Toplane, um jetzt mit unserem Team diesen Drake zu machen. Was sie wahrscheinlich nicht gemacht hätten, wenn wir jetzt nicht am Start gewesen wären, weil kein Tank da gewesen wäre. Und dadurch kann zum Beispiel auch die Ahri gar nicht move. Wir machen easy den Drake und jetzt rennen wir einfach zurück auf die Toplane. Ihr seht, da ist nicht viel passiert. Dadurch, dass die Camille gerade eben erst back war, hat sie eben auch nicht wirklich reingepusht. Das heißt, wir wurden für diesen Play nicht mal bestraft, weil wir es eben vorher geschafft haben, sie schon so krass zurückzuforsten und einzupushen und uns da schon einfach diesen Zeitvorteil generiert haben. Jetzt gehen wir auf die Toplane mit Ulti natürlich. Warum mache ich hier Ulti? Einfach, erstens, ich bin schneller auf der Lane. Zweitens, ich werde die Camille jetzt wahrscheinlich eh nicht traden und brauche die Ulti jetzt nicht unbedingt zum Escapen. Das heißt, ich heal mich einfach hoch, um eben jetzt wieder ein bisschen länger auf der Lane stehen zu können. Weiß jetzt auch, Lee Sin ist around, setze also mal hier ein Ward rein, falls da Olaf kommen sollte, dass wir vielleicht einen Countergank hier hinbekommen. Aber jetzt wird erstmal fett durchgepusht. Warum? Ich sehe eben, Lee Sin ist around und wir wollen gleich auf jeden Fall unseren Vorteil noch weiter nutzen. Entweder wir killen die Camille oder wir pushen die Lane ein und gehen dann in die Mitte und machen da vielleicht irgendeinen Play. Zumal halt Herold auch bald spawnt, was auch sehr, sehr nice ist. Jetzt sehen wir Lee Sin. Lee Sin geht jetzt sehr, sehr deep. Also das hätte ich an seiner Stelle ehrlicherweise nicht gemacht. Geht jetzt hier auch rein mit der Ulti und so weiter. Aber ihr seht, wir schaffen es eben, sie zu killen. Lee Sin hat es sehr, sehr gut kalkuliert. Wir können jetzt ja auch den Top-Turret pushen. Wir sehen, Ahri war gerade auf der Botlane und können dadurch jetzt hier natürlich schön Damage machen, kriegen den Turm ja auch down, Freunde, was natürlich schon mal sehr, sehr wichtig ist. Sehen jetzt auch im selben Moment auf der Minimap Wukong am Start. Das heißt, wir wissen jetzt, Wukong ist Bot. Wir können gleich auf jeden Fall einen Herold machen. Lee Sin wird bestimmt auch gleich noch dazu stoßen. 15 Sekunden dauert das Ganze noch. Wir porten uns jetzt hier, oder ich wollte mich erst wegporten, genau, gehe aber jetzt erstmal in die Mitte rein. Warum? Ich sehe die Ahri hier und jetzt weiß ich wieder, okay, Mundo ist unterrated wie Sau. Wenn Ahri jetzt keine Ulti hat und ihr seht unsere Beilschaden, dann werden wir mit unserer Ulti und mit unseren ganzen Fähigkeiten sie einfach komplett foppen. Indem wir einfach, genau, das war auch wichtig, dass wir ihren Charme gedoscht haben, dass wir da einfach durch die Moose-Suite für unsere Ulti in Sidestep machen. Wir diven sie, Freunde, wir gehen sie hier richtig schön diven, könnt ihr sehen. Lee Sin versucht sich jetzt nochmal was zu holen. War am Ende des Tages eine relativ knappe Szene, aber auch hier wieder hat uns die Mastery mit den 5% Leben eben den Hintern gerettet. Wir machen genauso weiter, haben jetzt schon mal 1000-mal mehr Impact als die Camille erhalten. Ihr habt es gesehen. Wir waren beim Dragon, haben den Dragon geholt. Wir haben den Top-Tilt geholt, nachdem wir Camille gedived haben. Camille hat noch keinen Schaden in unserem Turm gemacht. Wir haben die Mitte geholt und die Mitte zu holen eröffnet uns jetzt natürlich den Hero zu machen, was 3 Objectives sind, die wir geholt haben gegenüber der Camille, obwohl sie nur 2-mal gestorben ist. Ja, sie ist ja bisher noch nicht reingefeedet. 2 Tode gehen ja noch einigermaßen klar nach 6 Minuten auf dem Papier, aber der Impact, den wir daraus gemacht haben, dass wir verstehen, wie diese Lane funktioniert und wann du wie moven musst, der hat uns das Ganze hier gesichert. Jetzt können wir hier sehen, das Ganze ist ein easy Kill, wenn sie halt nicht rausflasht. Flasht raus, ist fein. Wir haben den Herald hier genommen und jetzt können wir eigentlich wieder auf die Toplane gehen. Was da auch wieder völlig in Ordnung ist. Es steht auch insgesamt sehr, sehr gut für unser Team. Muss man natürlich sagen, Freunde, 9:3. Liegt aber eben auch daran, dass wir jetzt es geschafft haben, eigentlich von unserer Inselposition heraus, einfach mal so einen Impact auf das ganze Spiel auszuüben, dass wir selbst auch an 3 Kills von denen beteiligt waren. Hier gehen wir back. Warum? A, wir haben viel Gold. B, Lane zu pushen wäre riskant gewesen. Wir wussten, Wukong und Camille waren Top-Lane zu dem Zeitpunkt noch. Und gleichzeitig haben wir da keine Vision irgendwie gehabt. Deswegen wäre es sehr risky gewesen, auch mit Half-Life. Jetzt sehen wir hier, es bahnt sich wieder ein Fight an, Freunde. Wir sehen jetzt hier, da waren einige low, genau, wo, Lee Sin wird sich jetzt hier um was kümmern. Die Gegner, bisher nur die Vayne gestorben und wir gehen natürlich jetzt in den Fight rein. Wir joinen den Fight, wir wissen, Camille ist unten, Toplane zu pushen, wird sich nicht anbieten. Ich mache jetzt folgendes, ich flash da rein. Warum flash ich da rein? Weil ich den Lee Sin nicht direkt in dieser 1 gegen 3 Situation sehen will, sondern dass ich praktisch ein bisschen tanke. Ihr seht, es hat sich komplett ausgezahlt, wir flashen rein, 2 Sekunden später 2 Kills entstanden. Jetzt der dritte Kill, er macht den Penta-Kill, Freunde. Er macht den Penta, da sind wir natürlich Ehrenmänner, stehlen den Kill nicht und ab dem Punkt ist das Spiel basically schon entschieden. Wären wir nicht geroamt, insgesamt 3-mal runter, nachdem wir diesen Vorteil im Solo auf der Lane erhalten haben und den Erfahrungsvorteil durch die Minions hochgehalten haben, wäre dieses Spiel nie so krass eindeutig ausgegangen. Wir haben kompletten Vorteil in allen Dingen, Freunde. Wir können jetzt ganz gechillt einfach auf die Midlane rum. Und das Ganze kann man nicht nur mit Mundo machen. Das Ganze kann man mit jedem einzelnen Champion machen, den es auf der Baron Lane gibt. Ich habe jetzt in diesem Video
relativ viele Aspekte angerissen und es war relativ, relativ doll gesteckt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, ja, falls ihr zu irgendwas, zu Wave Management, also wie ich das mit den Minions nochmal genauer erklären kann, zu dem Traden und so weiter, wenn ihr das wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie da meine Gedankengänge und so weiter sind, das könnt ihr gerne tun, dann kann ich darüber über den meistgewohnten Kommentar gerne auch das nächste oder eines der nächsten Videos machen. Hier wieder das gleiche, Freunde, ne? Wir sehen Drake spawnt gleich, wir gehen jetzt nicht auf die Toplane, wir gehen runter zum Drake, weil der Drake eben global einen größeren Effekt hat, auch wenn der Ezreal da komplett intet, als jetzt zum Beispiel der Top-Turret. Gehen jetzt back, ja, weil die Camille scheint hier weiter zu pushen und es wäre tatsächlich nicht so nice, wenn sie diesen Turm jetzt auch noch bekommen würde. Jetzt also wieder eine wichtige Entscheidung, die wir treffen mit Mono spezifisch. Wir casten gleich direkt die Ult. Wir sehen, okay, das wird close, ja. Camille könnte den Turm bekommen, casten also jetzt die Ult und das machen wir nicht, um die Camille zu killen, sondern ausschließlich, um diesen Turm zu saven. Ja, der Turm-Save ist jetzt erstmal der erste Move, den wir hier machen wollen. Wir wollen diesen Turm retten, wir wollen Camille vom Turm wegforcen. Ihr seht, wir kriegen das Ganze auch hin, weil wir dadurch, dass wir Camille angreifen, die Minions auf uns locken und nicht mehr auf den, die nicht auf den Turm gehen. Jetzt seht ihr, unser ganzes Team kommt noch parallel dazu an, werden die Camille jetzt ja auch wieder killen, die wird gleich noch in unsere Arme laufen. Wichtig aber hier, dass wir eben den Turm gehalten haben, auch wenn er low ist, ist es immer wichtig, diese Vision Line und diese Schutzline, sag ich mal, auch mit einem 100 HP Töten noch aufrecht zu erhalten, weil der dir halt super, super gut hilft, dass du mehr Kontrolle über die Map hast, mehr Vision und so weiter und gerade wenn Baron das nächste Objektiv sein könnte, wäre es hier super, super fatal, den linken, also den oberen Turm da zu verlieren, den zweiten. Jetzt können wir ein bisschen reinpushen, Freunde, und jetzt ziehen wir natürlich wieder in die Mitte rein. Ja, jetzt ziehen wir wieder in die Mitte, sehen da auf jeden Fall das Potenzial, stehen 2-0-5 bereits und jetzt bahnt sich bereits an, es steht 16-7, wir haben den gefeedeten Decent, es sieht ultra gut für uns aus. Ja, chillen jetzt hier mal ein bisschen, wollen aber natürlich noch kein großes Risiko eingehen, auch ganz wichtig, wir wollen jetzt nicht derjenige sein, der hier irgendwie random reinintet. Wir können das zwar theoretisch gut machen, weil wir halt Mono sind, klar, aber trotzdem wollen wir eben nicht dieser Troll sein, sag ich mal, der uns jetzt hier den Vorsprung aufs Spiel setzt, weil das war mein Spiel, womit ich dann auch letztlich Diamant 1 erreicht habe, Freunde. Jetzt sehen wir hier, das ist ein guter Fight, wir flashen auch nochmal rein. Einfach reinflashen, ist egal, einfach reinflashen, Mono. Ihr seht, wir tanken ewig lange schon wieder hier, wir haben noch das Leben, wir haben noch die Ulti am Start traden, also auch noch hier die Camille weg und damit steht es 2-0-7, Freunde. Wir haben jetzt 4 Leute von den Gegnern wieder getötet und dieses Game hat so krass gesnowballt, dass wir es letztlich geschafft haben, ganz, ganz eindeutig die Gegner hier komplett zum Aufgeben zu bewegen. Das war ein sehr, sehr geiles Game. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, Freunde. Für mich persönlich war das eines, also ich fand das persönlich, dass es ein sehr lehrreiches Video war. Ich hoffe, ihr fand es genauso. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ihr sehen, Diamant 1 ist durch dieses Spiel eben stark gewesen. Hier können wir am Ende sogar nochmal die Stats sehen. Hier, das Ganze war natürlich sehr geprägt auch vom Lee Sin und letztlich auch von der Uri. Ganz, ganz klar, haben alle gut gespielt, aber auch wir haben eben ganz doll den Unterschied auf der oberen Lane gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr daraus was mitgenommen habt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich persönlich sehr freuen, weil die Videos, da gebe ich mir sehr viel Mühe für, deswegen macht das gerne und heute Abend natürlich streamen gegen 21.45 Uhr bis 22 Uhr, ne, starten wir mit Wild Rift 3, wird geil, Road to Masters am Start, ich freue mich da auf jeden Einzelnen, der am Start ist, danke fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis heute Abend, bis später, haut rein, ciao.